Gesagt, sympathisch. Und sofort haben wir den nächsten Interviewgast, und zwar den Milenko Tomic. Er hat sich bereit erklärt, das Mikrofon in die Hand zu nehmen. Ganz herzlich willkommen, Milenko. Wenn du mich gut hörst, ist wunderbar. Milenko Tomic, Damen-Nationalmannschaftsszene, man muss es rasch sagen, für alle daheim. Du hast heute mehrere Spielerinnen gesehen, die du auch trainierst in der Nationalmannschaft. Mehr davon natürlich bei Helios. Also das wären Alexia Roll, Marielle Giroux und so weiter. Wie bist du zufrieden mit deinen Schützlingen? Oder Teilzeit-Schützlingen, muss man fast sagen. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel heute. Die meisten Finals in den letzten Jahren wurden sehr schnell entschieden und heute ist doch relativ bis zum Schluss ein interessantes Spiel gewesen. Und für mich war es natürlich sehr interessant wegen Spielerinnen vom Nationalteam, aber auch ich habe auch gesehen ein paar junge Talente bei Fribourg und das freut natürlich wie die junge Frankina, die 16-jährig ist, die sehr viel gespielt hat. Ich muss den Coach von Fribourg gratulieren für den Mut und natürlich, ich freue mich sehr darüber. Die Nazi-Spielerinnen von Helios habe ich sehr gut gefunden. Sarah Kerschel kommt aus der Verletzung retour nach einer 8-wöchigen Pause. Und ich glaube, sie hat einen sehr guten Anteil gehabt im Spiel von Helios. Man hat gesehen ihre Erfahrung. Und ich glaube, das war auch matchentscheidend, die Erfahrung und die Klasse von Nationalspielerinnen von Helios. Alexia Roll von mir aus gesehen, ein sehr gutes Spiel. Marielle wie immer sehr gut am Rebound. Sarah. Und sehr lang, ich glaube bis ein paar Minuten vor Schluss, war Fribourg mit Scorerinnen, zwei Amerikanerinnen plus Lara Thalmann und glaube nur ein 3-Punkte-Wurf von Dana Božović. Und leider von mir aus gesehen, Fribourg hat heute zu wenig Kreativität können entwickeln mit Schweizer Spielerinnen, auch wenn sie nicht können scoren, wenn sie nicht so großen Anteil im Angriff. Und, Helios ist mit Erfahrung, mit Klasse und denen vor allem Nationalspielerinnen zu sehr vielen einfachen Punkten gekommen. Du sprichst die Klasse von diesen Spielern. Ich finde die Klasse, also so wie wir es beobachtet haben, ist die Klasse eben nicht zwingend. Ich kann scoren, ich mache es auch, sondern ich mache sehr, sehr viel zusätzlich für das Team. Also ich hechte zum Ball, ich helfe meiner Mitspielerin auf. Bist du auch in dieser Beziehung zufrieden? Ich meine, auch in der Nationalmannschaft ist das extrem wichtig, auch als eventuelle Außenseiter dann. Ja, es ist absolut so. Oder international müssen wir noch mehr kämpfen als da. Der Teamzusammenhalt ist noch wichtiger. Die kleinen Sachen eben sind noch wichtiger. Und das haben sie heute gezeigt. Sarah kommt aus Verletzung zurück. Sie hat vielleicht nicht die beste werferischen Tag gehabt, aber sie hat einen genialen Job gemacht. Defensiv, Assist. Sie hat sehr gut mitgespielt. Und eben von dem rede ich. Die Kreativität, die sie entwickeln, hat produziert viele einfache Punkte. Und das hat Fribourg heute gefehlt. Jetzt habe ich noch eine Frage, rein von dem, was ich beobachtet habe im Spiel. Fribourg im zweiten, vierten, sehr stark defensiv, über Defensive ins Spiel gekommen, sehr viel Druck auch können entwickeln, eben auch mit den Schweizer Spielerinnen. Das ist nachher nicht mehr gekommen, also es ist erst wieder ganz am Schluss haben sie es gemacht. Ist das ein Trainerentscheid? Was könnte da dahinter sein? Was denkst du? Ich weiß nicht, was die Ursache war, was Grund ist. Ich habe Fribourg sehr stark taktisch gefunden, vor allem in der ersten Halbzeit. Mit dem Press, mit der Störung von der Organisation, von Helios, haben sie Erfolg gehabt. Und der minus 4 war ein Resultat, wo offen war. Aber ich weiß nicht, in der zweiten Halbzeit, warum dass sie nicht mehr so aggressiv gespielt haben. Sie haben auch sehr lang gespielt mit 5-6 Leuten. Ob das jetzt Sache ist von Taktik oder vielleicht von körperlicher Verfassung, das kann ich nicht beantworten. Aber auf jeden Fall, das war taktisch sehr gute Entscheidung. Und von mir aus gesehen, das war der Weg. Vielleicht probieren Helios noch mehr unter Druck setzen, noch mehr Organisation zerstören, noch mehr Enthusiasmus ins Spiel bringen und mit dem vielleicht kompensieren, das, was fehlt. Vielleicht klasse, wenn man vergleicht mit Helios. Du sagst es, es wird vielleicht noch weitere Möglichkeiten geben, es wird sicher noch weitere Möglichkeiten geben, wo Fribourg mit Helios können testen. Ich entlane dich, du musst weiter für Aarau auf Martini zu einem wichtigen Spiel. Ihr müsst jetzt nur noch gewinnen. Ich werde dich nicht zu Aarau interviewen, ich habe mir das fest vorgenommen. Ich wünsche dir trotzdem viel, viel Glück und ich finde es schön, dass du trotzdem noch den Weg daher gemacht hast. Klar ist es auf dem Weg, aber man muss trotzdem daher kommen und das machen. Nein, vielen Dank. Ich als Nationaltrainer muss ich da sein und ich finde übrigens genial, wie du deinen Job machst. Also, es macht Spass. Danke vielmals. Vielen Dank. Cool, nein, dann freut es mich auch, wenn ich dich da als Gast. Merci vielmals, Milenko Tomic. Ganz viel Glück mit Aarau. Okay. In dieser Saison natürlich auch noch. Hoffentlich geht es Ihnen lang. Ich bin auch dort an der Seite. Merci, Milenko Tomic.